Hallo, ich bin's, Karin von Stempelpünktchen. Und am dritten Tag von der Videoreihe 1 Set 5 Tage 25 Ideen möchte ich euch dieses abstrakte Geschenktäschchen hier zeigen. Hier habe ich diese sechseckigen Stanzformen aus der Produktreihe Abstrakte Schönheit verwendet, um einen Henkel für ein kleines Mini-Geschenktäschchen zu basteln und bauen. Und ja, da passt, denke ich, wunderbar zum Beispiel Naps rein, also zwei wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar drei nebeneinander hier reingelegt. Das hat genau die perfekte Größe, oder die Tic Tac Mini würden sich hier zum Beispiel auch ausgehen. Also wirklich für eine ganz kleine Kleinigkeit ein süßes kleines Geschenktäschchen, das schnell gemacht ist. So, ja, dann zeige ich euch auch gleich, wie das Ganze funktioniert. Ich habe hier schon zurechtgeschnitten das Designerpapier, auch wieder natürlich das Designerpapier Abstrakte Schönheit. Die Rückseite sieht so aus. Und das hier hat die Maße von 7 x 15,2 cm. Also 15,2 cm ist eh die Standardlänge des Designerpapiers. Und ich habe einfach die Breite auf 7 cm hier gekürzt. Und ja, dieses Stück hier wird jetzt gefalzt, und zwar hier einmal bei 2 cm an der kurzen Seite, gerade soll es auch sein, und dann dreht man es auf die lange Seite, und hier wird gefalzt einmal bei 5 cm, bei 7 cm, bei 12 cm und bei 14 cm. So sieht das Stück dann gefalzt aus. Das Schneidbrett geben wir wieder zur Seite. So, ich habe die Henkel schon vorgestanzt in Grundweiß. Und zwar habe ich die gestanzt mit Hilfe der kleinsten sechseckigen Stanze hier. Das ist da außen. Und dieser Doppelstanze, die habe ich hier mittig reingeklebt, und dann ist hier in der Mitte so ein kleiner Steg, den habe ich einfach mit der Papierschere, also der bleibt stehen, aber den habe ich einfach mit der Papierschere rausgeschnitten und so eben diese kleinen Henkelchen zurechtgestanzt. Nun möchte ich diese Stanze hier nehmen, um die Mitte hier anzulegen in den beiden breiteren Abschnitten und eben das Loch hier dazwischen auszustanzen, damit das hier eben, wenn ich dann die Griffe aufklebe, nicht mit Designerpapier hinterlegt ist, sondern eben rausgestanzt ist. Ich könnte natürlich, aber das finde ich eher, ja, kompliziert, das Ganze hier jetzt ankleben und dann mit der Papierschere rausschneiden. Viel einfacher finde ich. Naja, was heißt einfacher? Es ist natürlich schon auch aufwendig, aber ich finde es praktischer, es zu stanzen. Gut, und dafür muss ich mir jetzt eine zwei Markierungen machen, und zwar von den beiden Rändern hier von diesem 5x5 cm Stück, einmal hier vom Rand bei 1,15 eine Markierung und auch hier vom Rand
bei 1,15. Ich lege mir jetzt einfach 2 cm an, dann geht das genauso. Bei 1,15, man sieht es dann hier und ich kann das hier dann als Punkt nehmen, um oder als Punkte, um genau die Spitzen hier dazwischen anzulegen und das Ganze so auszustanzen. Bevor ich jetzt aber stanzen gehe, markiere ich mir noch zwischen beim zweiten Stück zwischen den beiden Falzlinien diese 1,15 cm am oberen Rand. Und ja, jetzt gehe ich einmal kurz stanzen und bin dann gleich wieder da. So sieht das Ganze jetzt ausgestanzt aus. Jetzt habe ich auch hier, wie vorher beschrieben, wieder einen kleinen Steg noch stehen und den kann ich mir mit der Papierschere einfach hier noch wegschneiden bei beiden Stücken. Und dann gehe ich jetzt einmal her und ziehe mir mal, wo ist mein Falzbeil, die Falzlinie nach, weil ich muss gleich noch mit der Hand ein paar Sachen mit dem Lineal falzen und damit ich die einfach ein bisschen besser erkenne, die Falzlinien, und mich orientieren kann, ziehe ich die jetzt gleich einmal nach. So, und jetzt nehme ich, gehe ich her und zwischen diesen beiden Falzlinien im schmalen Abschnitt mache ich mir genau bei der Hälfte eine Markierung an den oberen Rand und dann von der Falzlinie hier am unteren Rand 2 cm nach oben mache ich mir eben von dieser 2 cm Falzlinie mache ich mir eine Markierung 1,5 cm nach oben und sollte auch wieder natürlich mittig bei einem Zentimeter sein. Und zwischen diesen beiden markierten Punkten ziehe ich mir eine Falzlinie. So. Und von diesem 1,5 cm Markierungspunkt hier in der Mitte zum Kreuzungspunkt der Falzlinie darunter rechts und links ziehe ich mir jeweils jetzt auch noch eine Falzlinie, sodass so ein kleines Dreieck rauskommt. Sieht dann so aus. Und genau dasselbe wiederhole ich beim zweiten kleineren Abschnitt hier. So, diese Falzlinien, die falte ich jetzt und zwar hier so nach innen gedrückt sozusagen. Auch diese schrägen Falzlinien, das soll dann so eine Form ergeben. Und dasselbe auch eben wieder bei dem zweiten Stück. Hier überall einfach mit dem Finger gegen die Falzlinien drücken, um die zu falten. Funktioniert super gut. So, okay. Und nun schneide ich mir das Stück mal zurecht. Dazu kann ich mir hier bei diesen kleinen Abschnitten die unteren Stücke anschrägen. Von beiden Seiten entlang der Falzlinie hier schneide ich gerade. Dann das Stück hier wird auch abgeschrägt auf der Seite. Das ist unsere Klebelasche. Und ja, so sieht dann die eine Seite aus. Das breite Stück hier bleibt gerade, da schneide ich einfach entlang der Falzlinien je gerade rauf. Und dieses mittlere Stück hier, das kleine, da schräge ich die Laschen wieder ab. Bevor ich das Ganze jetzt zusammenklebe,
nehme ich mir meine Henkelstücke und da gebe ich auf der Rückseite auf eine Hälfte Flüssigkleber drauf. Und dann drehe ich das Stück um und lege es hier auf mein ausgestanztes, ja, meine quasi Ausbuchtung hier genau auf. Dann passt das ganz perfekt hier drauf und bildet eben dann meinen Henkel oder meine beiden Henkel in dem Fall, weil ich es ja mit beiden Stücken mache. Jetzt kann ich mein Täschchen zusammenkleben, das heißt auf die seitliche Klebelasche gebe ich einmal Flüssigkleber, dann klappe ich mir das hier gerade um, klappe mir das andere Stück von der gegenüberliegenden Hälfte dazu und habe so schon einmal das Täschchen so zusammengeklebt. So, die Klebestelle suche ich mir, das wird meine Rückseite. Und von der Rückseite hole ich mir jetzt dieses längliche Stück nach vorne auf die Laschen hier innen, auf die Klebelaschen gebe ich mir Kleber drauf und klebe die hier so nach innen. Das wird gleich noch besser halten, weil ich gebe jetzt noch auf das letzte Stück hier innen Kleber und klebe das so darüber und verschließe somit meinen Boden. Damit das Ganze auch wirklich gut aneinander hält, kann ich hier mit dem Falzbeil noch von innen gegen den Boden drücken. Ja, das ist schon unser fertig gebasteltes Täschchen. Jetzt dachte ich mir irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch besser gefällt, ihr könnt es natürlich so lassen. Mir gefällt es irgendwie besser, wenn die oberen Enden hier zusammengebunden sind. Deshalb habe ich mir jetzt gesucht, weil ja hier die Goldspritzer drauf sind auf dem Designerpapier, ein Geschenkband, das schimmernde Geschenkband in Gold. Und da schneide ich mir einfach mal ein längeres Stück hier ab und ja, da fädle ich einfach einmal durch meine Henkel durch und wenn ich das gemacht habe, dann mache ich hier so einen Bogen und die Enden ziehe ich durch. Beide möglichst. So, jetzt habe ich das zweite auch erwischt. Und dann ziehe ich das Ganze hier nach unten fest. Ich habe es jetzt etwas zu locker erwischt. Einfach noch einmal das Ganze etwas lockern. Und dann eben. So, nochmal fester ziehen. Gut. Und die Enden hier oben, die schneide ich so schräg ab. Und schon habe ich mein Geschenkband montiert. So, jetzt will ich mir das Ganze noch verzieren. Dafür habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Auf die Länge habe ich jetzt nicht geschaut. Da habe ich einfach ein Reststück Aquamarin-Farbkarton verwendet und die Breite hier ist 1,5 cm. Und da möchte ich mir jetzt den Spruch lieben Dank einmal in Gold embossen. Dafür nehme ich mir einfach ein Papier zum Unterlegen, das in der Mitte gefalten ist und eben meinen Farbkarton in Aquamarin, den Embossing Buddy, mit dem streiche ich hier einmal drüber, damit dann später
nirgendwo Pulver kleben bleibt als da, wo ich es haben will. Und dann nehme ich mir die Versamark-Tinte und den Spruch lieben Dank und stemple das hier mit doch einiges Abstand übrigens zum linken Rand einmal mittig auf meinen Farbkarton. Mit dem Fingernagel hier vorsichtig wieder abziehen. Und dann nehme ich mir das Embossing-Pulver, das Prägepulver in Gold und kippe das einmal über mein gestempeltes Motiv, also meinen Spruch, drüber. Und ja, dann kippe ich das Pulver wieder runter, von hinten dagegen schnippen. Dann ja, bleibt da nichts drauf, was nicht drauf soll. Ich habe gerade gesehen, hier beim Dank ist etwas wenig Pulver drüber geblieben. Deshalb habe ich jetzt noch einmal drüber geschüttet. Und ja, dann kann ich mit Hilfe meines Knickes im Papier das Pulver wieder in meine Dose zurückkippen. Die Dose verschließen und ja, dann nehme ich mir das Erhitzungsgerät und föhne mir das jetzt ganz kurz mal und schmelze das Pulver. So, fertig ist mein Gold-Imposter-Spruch und ich habe mir jetzt überlegt, was könnte ich machen, dass ich dieses Etikett etwas besonders mache, und mir ist dann eingefallen, ich habe hier diese Rautenstanzformen und die kann ich ja auch nehmen, um mehr Falzlinien damit zu ziehen. Und zwar nehme ich jetzt einfach dieses Stück und lege es mir hier mittig an mit etwas Abstand zur Schrift und dann nehme ich mir einen Falzstift und ziehe mir hier eine schräge Falzlinie entlang. Und ah, das war mir sogar etwas zu viel Abstand. Ich wiederhole das Ganze noch mit etwas weniger zur Schrift. Weniger geht immer leichter als mehr. So, jetzt aber. Und dann schneide ich einfach mit der Papierschere entlang dieser Falzlinie mein Stück hier einmal schräg ab. Genau, und ganz kurz, ich hole mir mein Täschchen und schaue mir mal an, wie weit ich das circa reinhaben will, den Spruch. Und dann schneide ich mir auch das andere Ende einfach gerade ab. Und ja, so ist mein Etikett nun auch schon fertig. Aus den Zierelemente-Mix habe ich mir hier dieses Goldblättchen ausgesucht, um hier noch etwas Deko dahinter zu hängen, hinter mein Etikett. Da gebe ich jetzt an den unteren Stängel einfach einen Klecks Flüssigkleber und klebe das hier einmal dahinter an. Und dann nehme ich mir noch zwei Mini-Dimensionals und klebe die auf die Rückseite meines Etiketts rauf. Gebe die Schutzfolie runter, hol mir mein Täschchen und richte nun das Etikett am rechten Rand aus und mit etwas Abstand zum unteren Rand und klebt das so mit den Dimensionals auf. Ja, und das war's auch schon. Meine dritte Idee zur Produktreihe Abstrakte Schönheit. Ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Ihr habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Vergesst nicht, noch bei Manuela von
Stempelmano, bei Beate von Werkstickel, bei Carola von Lilan Linz und bei Martina von Fräulein Erperli vorbeizuschauen. Die Links zu deren heutigen Blogbeiträgen, also zu deren dritten Idee, ist genauso wie der Link zu meinem Blogbeitrag mit Detailmaßen und verwendeten Produkten unten in der Beschreibung des Videos. Ja, und dann freue ich mich schon, euch morgen wiederzusehen. Schönen Tag oder Abend noch. Bis dann. Tschüss.